So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt diesen Part mal damit, diesen PC zu konfigurieren, beziehungsweise, ja, ist ja kein PC, sondern wir müssen erstmal nur die Sachen raussuchen, die wir hier zu ersetzen haben, weil was kaputt gegangen ist. Aber erstmal lesen wir natürlich die Mail. Hallöchen, mein Rechner ist hinüber. Mein Großvater war der Meinung, der PC müsste mal geölt werden und das Ergebnis ist ein Desaster. Was die Zeit angeht, könnten Sie das bis in 2 Tagen schaffen. Die Lüftungsschlitze sind ganz schön verstaubt. Darf das denn sein? Vielleicht bin ich beim Surfen auf zu vielen fragwürdigen Seiten gewesen. Gesendet von meinem Handy. Also Mainboard soll raus und ein neuer Luftkühler auch. Okay, Rygentec Mua RWW. Rygentec Mua. Ach, wir haben davon einen da. Wow. Du sagst nichts von Neuteilen. Du sagst nichts von Neuteilen. Weh, du beschwerst dich im Nachhinein. Dann nehmen wir nämlich den, den wir jetzt schon da haben. Und Mainboard, was hast du da? Z370 E-Gaming. Gut, da haben wir jetzt nichts, was wir stattdessen verwenden können. Sekunde, was für ein Gehäuse? Ein H200, das heißt, wir können auch nichts Größeres reintun. Okay. Das müssen wir dann halt neu kaufen. Z370 E-Gaming. Ich, so. Gut, das brauchen wir für den nächsten Tag auf jeden Fall. Und das war's dann für dieses Teil auch schon. So, hier haben wir ein Upgrade. Hi, können Sie einen Auftrag übernehmen? Ich muss meinen PC aufrüsten. Mein Kumpel erreicht PC-Leistungswerte von 9831. Deshalb brauche ich auch wenigstens das. Außerdem brauche ich den Rechner spätestens morgen zurück. Ich habe im Internet diese IO-Wasserkühlung gesehen. So eine will ich. Wenn es denn möglich wäre, fände ich ein paar rote geflochtene Kabel da drin prima. Innen scheint dich ganz schön Staub angesammelt zu haben, Melanie. Also, du willst, dass dein PC ein bisschen mehr Leistung erreicht. 7451. Warum erreichst du nur so wenig Punkte? Du hast einen i9-9940X da drin. Au! Hä? Wieso erreicht der PC nur so wenig Punkte? Das macht keinen Sinn. Okay. Du willst eine IO? Du hast einen Corsair 900D. Okay, okay, passt. MSI. Kostet uns $140. Dann Grafikkarten. Nehmen wir hier mal die von Zotac, oder wir nehmen die von Colorful, die wir schon da haben. Wir nehmen die von Colorful, die wir schon da haben. Okay. Die ist noch neu. Du willst rote Kabel, das ist kein Problem soweit. Und du kriegst noch ein gratis Upgrade auf eine SSD. Gut, das heißt, wir müssen im Grunde für diesen PC nicht wirklich großartig sonst irgendwas Neues kaufen, als halt nur diese Wasserkühlung. Was haben wir hier? Wie ich höre, arbeiten Sie mit Computern. Also, ich hörte, Sie bauen PCs. Ein Leistungswert von mindestens 5142 ist erforderlich. Schaffen Sie das? Könnten Sie meine CPU bitte auf 4848 MHz übertakten? Ich übertakte meine GPU immer. Können Sie sie für mich auf 2033 MHz bringen? Mir ist bewusst, dass Gebrauchteile günstiger sind. Dennoch hätte ich ganz gern neue. Ich habe gelesen, Teile von Corsair sind richtig gut. Besten Grüßen, Manfred. $2250, ja, nicht so allzu viel für einen Corsair PC. Aber das kriegen wir schon hin. Ja. Nehmen wir das Timer.
sparen ein bisschen, damit wir wirklich alles irgendwie von Corsair da reinbekommen. 650 Watt Netzteil reicht auch eigentlich schon. So, da würde ich am liebsten eine Corsair MP600 reintun, aber die ist halt echt schon noch ein bisschen teurer, also nehmen wir doch lieber eine MP500. So, hier müssen wir auch gleich schauen. Das hier Teil sollte ja reinpassen. Wie wäre es dann hier mit 1, 2, 3, 4. So, sonst haben wir eigentlich schon alles. Jetzt hätten wir noch 1200 Dollar übrig. Darf kein allzu teurer Bild werden. Was haben wir denn an Ryzen 3rd Gen sonst noch so da? Baureihe. Na, nicht Baureihe, sondern. Nein. Ernsthaft? Wir können nicht sagen, ich hätte gerne die Ryzen 3000 Sachen nur. Toll. Ryzen 3600 war, glaube ich, das Minimum, was wir hatten, ne? Ja. Nehmen wir hier mal 3600X. Ja. Dann ein ganz günstiges 6570 Board vielleicht. Oder doch ein B450. Ja, das ist schon eher was. Nehmen wir das hier. Das passt soweit. Kühlung haben wir schon. Jetzt bräuchten wir im Grunde dann nur noch eine Grafikkarte, ne? Haben wir da nicht irgendwo noch diese RTX 2070 von Gigabyte? Scheiße, die ist zu teuer. Ah, die hätte ich jetzt halt schon verdammt gern genommen. So, wir haben nämlich nur 840 Dollar maximal. Was haben wir denn da so? Gut, das ist alles gebraucht, was wir da haben. So ein paar Sachen davon sollten wir auch dringend mal verkaufen. Wir haben diese X5700XT von Asus noch da. 5700XT. Ach, die ist sogar neu. Ja, weißt du was? Dann nehmen wir die gerade. Gerne doch. Obwohl, GPU auf 2033 MHz. 5700XT von Asus. Doch, doch, das kriegen wir hin. CPU 4848. Das hätte ich vielleicht vorlesen sollen. Wir haben dann 3600X genommen, ne? Ah, das wird ein bisschen knapp. Ein bisschen. Kleinmäßig. Ja, wie wäre es denn doch lieber mit einem Intel Core i5-9600K? Ist auch ein bisschen grenzwertig. Ja, müssen wir aber eigentlich machen. So, das hier muss weg. Das hier muss auch weg. Leider, leider, leider. Ja, 9600K. Intel Core 9. Ja, können nichts anderes machen. Wir müssen 9900K, 9600K oder 9700K nehmen.
den können wir uns noch weniger leisten als den. Aber ich glaube, ich krieg den nicht so hoch. Ich probiere es einfach mal. Und ich würde sagen, vielleicht beim Netzteil nehmen wir doch was anderes. Das, was wir momentan da genommen haben, kostet $140. Corsair. Er soll aber schon voll modular sein. Nehmen wir halt das hier. Das spart uns wenigstens ein klein wenig. Hier können wir auch nochmal $60 sparen. Das wäre doch eigentlich ganz gut was. So, weg damit. Auch für $150 kriegen wir irgendwas, was Coffee Lake unterstützt. Obwohl, $160 haben wir doch nicht, oder? Ne, $140 haben wir nur, ne? Ja, ja, okay. Harte 170. Oder ein B360. Aber dann war halt das Geld, was wir beim RAM rausgeworfen haben, unnötig. Ja, weißt du was, ist mir egal. Nehmen wir es trotzdem. Und hoffen, dass wir das dann überhaupt so übertaktet bekommen. Denn ich habe da so meine Zweifel. So, schauen wir uns nochmal an, was wir Neues haben. Ein EVGA Supernova 1600T2. Das heißt, ein unglaubliches High-End-Netzteil 1600T2. Dann haben wir ein weiteres 1600-Watt-Netzteil und das sollte auch so mitunter genau das Maximum sein. Ja, was Krasseres hatten wir sonst noch nicht. Wir hatten nur was Gleichwertiges mit dem Corsair AX 1600i. Und wir haben das Gamerstorm Quartzell Electro Limited Edition freigeschaltet. Okay. Gamerstorm Quadstellar Electro Limited Edition. Ich erinnere mich nicht dran, das jemals gesehen zu haben, aber das ist im Grunde das hier nur in weiß. Sieht nice aus. Können wir vielleicht auch mal drin bauen? Ah, Sekunde, wir müssen auf jeden Fall das ganze Zeug erstmal kaufen hier. Ja. Oh, das haben wir angenommen. Sehr gut. Das heißt, Arbeitstag beenden, würde ich sagen. Wir sind tatsächlich kurz davor, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Marktanteile am Unternehmen kaufen zu können. Ich weiß, wir haben momentan auch nur relativ kleine, günstige Aufträge. Wir müssen da schon noch ein bisschen mehr im Plus sein, damit wir uns das leisten können. Aber wir sind auf einem guten Weg. Also ich mache das immer so, dass ich halt gucke, dass wir ein bisschen Geld immer noch da haben, weil wenn wir jetzt für 20.000 mehr Marktanteile kaufen würden, hätten wir halt kaum noch Geld da. Und wenn dann plötzlich wieder so ein Auftrag reinkommt, ja, bauen wir mal hier diesen PC für $4.000, dann können wir uns das halt nicht leisten. So, nochmal kurz hier hinten schauen, da ist auch alles sauber geworden, sehr schön. Du wolltest deinen Luftkühler ersetzt haben. Und dein Mainboard. Das kriegen wir doch locker alles hin. So, und du willst türkisene Kabel wieder. So, das waren dann... keine Ahnung, die hier bestimmt. Das hier kann weg, das bauen wir ein. Und die restlichen Teile, das wir hier in 9700K. Dann deinen bisherigen RAM, den kriegst du auch wieder. So, Kühler hier, Mühe RBB.
Ja, das wär's. Also im Grunde ist kein Betriebssystem mehr drauf. Obwohl wir da nichts geändert haben, aber okay. Ja gut, von mir aus können wir sagen, ja, RGB-Beleuchtung kriegst du. Du warst hier nicht auf irgendwelchen komischen Websites, oder? Doch. Toll. Dann schieben wir das direkt mal hinterher. So, wenigstens leuchtet der PC jetzt auch schön in der richtigen Farbe. Okay, aus irgendeinem Grund sind die Viren anscheinend nicht mehr existent. Sind wir vielleicht, booten wir gerade vielleicht von der falschen Platte? Da ist nur eine Platte. Okay, das heißt, die Viren sind anscheinend weg. Hauptplatine haben sie funktionsfähig eingebaut und blitzblank haben sie ihn auch gereinigt. Gern geschehen. So, hier, das war dieser Upgrade-Auftrag für diesen PC. Boah, das ist echt schon ganz schön dreckig. Na, fangen wir da unten mal an. Dann hier oben noch. Ja, ganz langsam. So, was wollen wir da nochmal einbauen? Ach ja, genau, eine neue Grafikkarte unter anderem. Dann die Wasserkühlung. Ich will das nicht aufmachen, das da unten. Mann. So, außerdem kriegst du ja noch eine gratis SSD, haben wir beschlossen. So, wo ist deine 2080 Ti? Hier. Müssen wir mal gucken, wo tun wir das hin? Da oben passt das doch locker. Jawohl, das passt. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal, dass nicht irgendwelche Kabel oder so gefragt sind. Doch, rote Kabel. Also geflochtene rote. Ich vermute, das, was bisher drin ist, waren dann nicht geflochtene Kabel, weil sonst wird es keinen Sinn machen, dass du ein Upgrade willst oder schreibst oder das reinschreibst. Aber okay. Geflochten rot. So, das noch. Und hier hinten. Das war's. Dann müssen wir noch mal kurz gucken. Brauchst noch einen USB-Stick, genau. Ich hab da hinten das Haus wieder aufgemacht. So, du kriegst Beleuchtungssoftware gratis installiert. Und 3D-Mark. Hab keine Lust, jetzt noch extra zu übertakten, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass es notwendig sein wird. Wir haben eine 2080 Ti da rein installiert, das muss reichen. Für die gefragte Performance. Das ist jetzt auch nicht so unglaublich viel. Also das kriegen wir schon hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Rot, genau. Ja, das läuft doch. Ich werfe noch mal kurz einen Blick da rein. Das sieht sonst alles ganz gut aus. Dann könnten wir eigentlich schon zu diesem Bild hier kommen. Der wird ja am interessantesten, weil
wir da nicht wissen, ob wir überhaupt die Leistungswerte jeweils erreichen werden. Kabel. Ummantelt. So, das Gigabyte-Board hier ist unsere Basis. Dann haben wir 9600K. Als SSD nehmen wir hier diese von Corsair. Sehr schön. Dann haben wir da noch ein bisschen schicken Corsair RAM. Ich glaube, wir haben 4 Riegel gekauft. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, ja, haben wir. Das hätten wir damit. Grafikkarte war doch die eine von Asus hier. Stimmt, die können wir ja sogar vertikal einbauen. Na, jetzt finde ich sie wieder nicht. So geht's schneller. Dann brauchen wir hier natürlich nochmal die PCI-Verriegelung, genau. Da vorne kommt eine schicke Wasserkühlung hin von Corsair. Wo haben wir es? Hier, Wasserkühlung, da sind wir sogar schon. Den können wir mal verkaufen. Sehr gut. Das hier hinten kann zu. Frontblende kann auch wieder dran. Und hier, das kann auch zu. So, dann schauen wir mal, dass wir kurz wieder alles installiert bekommen. Na gut, XMP-Profil kann keinen richtigen Unterschied machen. Wir können ja nicht irgendwie... Oh nein, das habe ich ganz vergessen. Wir können ja nicht auf H370 Boards übertakten. Scheiße. Oh, ich habe ganz vergessen, dass H370 auch Übertaktbeschränkungen hat und nicht nur die RAM-Beschränkung. Oh nein. Oh nein. Oh, was für ein Vollidiot bin ich denn. Mist. Okay, okay, Coffee Lake. Ja, das hätte ich früher bedenken sollen. Gerade weil wir jetzt halt wieder alles rausmachen müssen. So. Ja, das war nicht so allzu klug. Na, RAM muss natürlich auch weg. Da haben wir noch ein Kabel vergessen. Na gut, haben wir halt noch ein H370-Board für einen anderen Bild. Das Z390-Board hier von Asrock sieht zwar nicht so super schön aus, aber hey, ist es funktionell. Das ist die Hauptsache. Aber ja, da hätte ich durchaus früher daran denken können und eigentlich auch müssen, dass das nichts wird. Das ist ein bisschen bitter. Ah ne, die müssen wir nicht rausmachen. Hier kommt ja die Grafikkarte wieder rein. Inklusive PCIe-Verriegelung.
So, das wär's da schon wieder. Und jetzt aber USB-Stick. Und diesmal können wir auch tatsächlich was im BIOS machen. So, erstmal wird hier auf 3600 MHz übertaktet. Hier müssen wir auf 4,9. Was eine ganz schöne Challenge wird. Wir werden sehen, ob das überhaupt funktioniert. Ja, das passt soweit. So, Beleuchtungssoftware, GPU-Tuner. Und OCCT. Geht alles nicht so super schnell mit einer normalen SATA-SSD. Aber mehr war leider nicht drin. Nicht bewegungslos, hier Regenbogen. Okay. Wow, das sieht sogar ganz machbar aus. Ich meine, klar, es ist eine starke Wasserkühlung. Insofern sollte mir das klar sein, dass ich da einiges rausholen kann. Aber ich hätte nicht mit so viel gerechnet. Weil das sind ja ganz gute Temperaturen gewesen. So, selbst bei der Grafikkarte geht noch einiges. Wow, sieht man selten, dass man eine Karte bis zum Maximum übertakten kann. Okay, das war ein bisschen zu viel. Schade. Wer ist hier mit? Geht das? Vielleicht? Das müssen wir uns aber auf jeden Fall merken. Man kann 9600K sehr, sehr solide weit übertakten. Sollen wir mal schauen, ob wir mit dem 5 GHz schaffen? Ich muss es jetzt einfach probieren. Einfach, weil es mich so sehr überrascht. Das wäre schon krass. Es sieht sogar ganz gut aus. 52 Grad idle ist nicht so schlimm. Na, wow. Und sogar unter 90 geblieben. Das ist krasser Scheiß. Ich meine, klar, man merkt, hier struggelt er, aber das ist krasser Scheiß. So, der hier ist auch durchgelaufen, über 10.000 Punkte, das war zu erwarten. Auch wenn es nicht so viel mehr gewesen sind, wie ich mir gewünscht hätte. Aus irgendeinem Grund läuft die CPU nicht gut. Aber das ist ein i9-9940X, also eigentlich sollte der stark sein. Ne, 14 Kerne. Und warte, was für ein Takt? 9940X... 4-4, okay. Will mir mal anschauen, ne, ob wir da irgendwas vielleicht machen können. Ich meine, wir warten jetzt sowieso noch beim 3D-Mark da drüben, bei dem anderen PC. Vielleicht ist er untertaktet oder so irgendwas. Ne, er ist ganz normal bei seinem Standardtakt. Das hier sollte er aber eigentlich auch schaffen. Wir sollten trotzdem einfach mal OCCT drauf werfen, nicht dass ich ihn jetzt damit geschrottet habe. Also was die Systemstabilität angeht. Und damit würde er, glaube ich, auch in einem Test schon deutlich mehr Punkte erreichen. So, hier 8000
1.897, sprich im Grunde knapp 8.800 Punkte. Damit bin ich ziemlich zufrieden. Und ich hoffe, die Person wird es auch sein, denn das ist ein sehr, sehr solides System damit. Ja, der neue PC macht genau das, was er machen sollte. Davon bin ich schwer ausgegangen. So, hier schauen wir nochmal. Ah, hier ist OCDT. Ich war gerade kurz verwirrt. Weil alles da voll mit Dateien ist. Alright. RAM macht nicht mit. Schade. Hätte ich nicht gedacht, dass er das nicht schafft. So, gucken wir nochmal. Dann macht die CPU mit. Ja, und sie throttelt noch nicht mal, auch wenn es minimal knapp ist mit 99 Grad. Aber okay. Geben wir das System mal ab. Ich habe gesehen, dass jetzt ein Leistungswert von 9831 erreicht wird. Und irgendwie wussten sie, dass ich auf geflochten rote Kabel stehe. Die haben sie auch eingebaut. Ja. So, und das soll es auch von diesem Part von PC Building Simulator gewesen sein. Lasst mir doch noch gerne ein Abo da, wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt. Ein Like, wenn euch es heute gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und ciao.